So, guten Morgen. Unschwer zu erkennen geht es für mich zum Wochenendeinkauf, der aber sehr überschaubar ausfallen wird. Ja, und ich habe mir auch schon einen Einkaufszettel geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht. Ich schreibe es wirklich der Reihenfolge nach auf, wie ich das im Geschäft ablaufe, um nicht kreuz und quer zu laufen und was zu vergessen. Und das hat sich für mich bewährt. Aber jetzt geht es erstmal nach draußen. Ich gehe ja immer gerne mit dem Fahrrad einkaufen. Auf dem Hinweg schiebe ich es meistens, weil ich es irgendwie ganz erholsam finde, in aller Ruhe zum Einkaufen zu gehen und mich da nicht so abzustressen. Und das Fahrrad brauche ich eigentlich nur, um ja, alles nach Hause zu transportieren. Und finde es also total herrlich, dass ich nicht mit dem Auto fahren muss, dass ich hier so schön durchs Grün gehen kann und ja, dass der Supermarkt gleich um die Ecke ist. Weiß ich nicht, fahrt ihr alle mit dem Auto einkaufen? Fahrt ihr einmal die Woche einkaufen? Mittlerweile habe ich mich schon so gut eingegroovt, dass ich nicht mehr jeden Tag einkaufen gehe, sondern wirklich nur alle 2 bis 3 Tage. Klappt ganz gut. Fahrrad ist bepackt, ab geht's nach Hause und was ich mit den Negergrüßen noch vorhabe, zeige ich euch gleich. So, der Wochenendeinkauf ist sehr überschaubar, zeige ich euch auch gar nicht im Detail. Aber zu ein paar Sachen muss ich noch was sagen. Und zwar, ich habe Äpfel gekauft, lose Äpfel. Und ich weiß nicht, wie macht ihr das? Kauft ihr jetzt wegen Corona abgepackte Äpfel in so einem großen, weiß ich nicht, in so einem großen Beutel oder in so einem Achterpack? So viel Äpfel brauche ich oft gar nicht und man kann sie ja abwaschen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie schlimm ist. Und ich habe Champignons gekauft. Wer mich kennt, wird sich jetzt wundern. Ich esse nämlich keine Pilze. Ich finde Pilze total widerlich. Nicht vom Geschmack, sondern einfach vom Gefühl, das im Mund zu haben. Mag ich überhaupt nicht. Ich habe jetzt aber ein Rezept gefunden, wo die Pilze oder die Champignons klein geschreddert werden und auf einem Baguette überbacken werden. Mit anderen Zutaten natürlich noch. Und deswegen habe ich ausnahmsweise mal diese ja, nährwertlosen Aufbackbaguettes oder Aufbackbrötchen gekauft. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, und ich habe abgepacktes Fleisch gekauft im Supermarkt. Da habe ich jetzt schon Kommentare des Öfteren bekommen. Wir essen zu viel Fleisch. Ja, keine Frage. Aber man ist ja ein Gewohnheitstier. Es dauert, bis man seine Ernährung umstellt. Und wenn es im Alltag stressig zugeht, dann greift man natürlich auf altbewährte, schnelle Rezepte zurück. Und das ist das alles, was man kennt. Und wenn man sich jahrelang sehr fleischreich ernährt hat, das kann man nicht von heute auf morgen umstellen. Und zudem wurde angeregt, dass ich doch nicht im Supermarkt mein Fleisch kaufen soll, sondern bei einem Fleischer, wo die Tiere nicht so gequält werden. Stimme ich voll und ganz zu, aber wo finde ich denn den Fleischer meines Vertrauens, wenn man im Internet mal nachliest? Natürlich werden viele Fleischereien auch von diesen Schlachthöfen beliefert. Also das ist keineswegs irgendwie besser, das Fleisch dort zu kaufen. Vielleicht noch ein bisschen teurer, also denke ich mal. Weiß ich nicht, wie handhabt ihr das? Und für mich ist es auch schwer, hier in der Stadt. Es ist kein Fleischer hier gleich um die Ecke, wo ich denke, der schlachtet noch selber und den Tieren ging es gut, die werden nicht gequält. Also ist ein bisschen schwierig. Und mich dafür jetzt extra ins Auto zu setzen und, weiß ich nicht, eine Stunde aufs Land zu fahren, um da irgendwo einen Schlachter meines Vertrauens zu finden. Also dieser ganze Aufwand, ich finde, das ist nicht alltagstauglich. Aber
ja, für Tipps oder Anregungen wäre ich dankbar, wie das andere Leute handhaben. Man lernt ja immer noch dazu. Und ja, man lernt dazu. Thema Frisur. Es ist wieder zum Vorschein gekommen, meine ganzen Wellen. Also, ich weiß nicht. Und ich habe jetzt nach langer Zeit mal wieder Haarspray gekauft. Ich glaube, bei der Frisur werde ich mit Haarspray arbeiten müssen. Leider, weil, ja, für die Haare ist es ja nicht so gut. Und das ganze Badezimmer klebt dann irgendwie, wenn man sich da eindieselt. Ganz egal. So, gibt es hier noch irgendwas? Nee, das war jetzt alles, was ich fürs Erste sagen wollte. Aber wir können ja mal gucken, wie der Samstagmorgen hier bei der Familie auch aussieht, was die anderen so machen. So, was passiert hier? Wie sieht dein Samstagvormittag aus? Ich habe wieder mal den Flugsimulator angeschmissen nach langer Zeit und fliege so Urlaubsgegenden ab. Okay, ich erkenne noch nichts. Wo bist du Das ist USA, Utah, der Arches National Park. Aber ich suche hier diesen berühmten Steinbogen, aber keine gerade? Chance, den zu finden, sag ich mal. Ich hatte ja auch schon vorgeschlagen, dass wir vielleicht mal über Las Vegas fliegen. Das Ach, ist doch bestimmt genau. spannend, gerade irgendwie in den Abendstunden mit der ganzen Beleuchtung. Ich mach's gleich mal an. Aber erstmal muss ich noch hier ein bisschen weiterfliegen. Genau, und wo ich dich gerade da habe, du bist ja hier mein größter Kritiker. Du sagst ja immer, meine Vlogs wären so langweilig Ja. und ich laber so viel. Darf ich dir aber nochmal sagen, du bist nicht meine Zielgruppe. Nee. Und Bestimmt nicht. ich gucke auch gerne bei anderen Leuten und auch im Fernsehen damals, als es solche Sendungen gab, dass man halt einfach guckt, wie das Familienleben woanders abläuft. Und da gehören diese alltäglichen, normalen Sachen, die ich jetzt zeige oder erzähle, einfach dazu. Und Ja, man kann ja mal viel reden, aber man muss auch ein bisschen was dabei zeigen. Dann kann ich mir auch ein Hörspiel anhören, wenn ich, da wollte ich ganz gerne ein Video ja, zu gucken. kannst du auch machen. Wenn du meiner Stimme gerne zuhörst und bei den Videos beim Schauen schon einschläfst, dann schläfst du bestimmt auch gerne ein, wenn ich nur am Erzählen bin und du gar nicht hinguckst. So, jetzt suche ich gerade den John. Der hat gerade, nachdem er lange ausgeschlafen hat, geduscht und da ist er auch schon. Ich wollte dich fragen, ich habe Brötchen mitgebracht vom Einkaufen, ob wir ausnahmsweise am Wochenende mal zusammen frühstücken, ob du Hunger hast. Und es kommt wieder diese tricky Schwierigkeit für mich, genau das zu drehen. Für uns habe ich Hackepeter geholt, das isst du nicht so gerne. Möchtest du Wurst, Käse, Marmelade, die du mit Oma gemacht hast, oder Nutella? Nutella. Gut. Isst du auch Rührei? Nicht so gerne. Nur Okay. Nutella und Brötchen will ich haben. Gut, mache ich fertig und dein Zimmer machst du fertig dann, ne? Habe ich schon. Ach so, ja. Das ist nämlich das, wo Eltern gerne die Kinder mit ärgern, mit immer dieser Ermahnung, dass das Zimmer aufgeräumt zu sein hat. Dabei haben Kinder ja einen ganz anderen Ordnungssinn als wir Erwachsenen. Ich habe schon Aber aufgeräumt. na gut, ich komme gleich mal gucken. Gut, jetzt mache ich erstmal Frühstück. So, Las Vegas. Hier ist die berühmte Pyramide. Da waren wir früher auch mal drin gewesen. Da ist irgendwie auch so eine Fahrattraktion drin. Ja, hier das Hotel Excalibur. Erkennt man ja auch an den Türmen. Und dafür beneide ich Stefan, der hat so einen Orientierungssinn. Also dieser Urlaub ist schon so lange her für mich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles angeordnet ist, die ganzen Hotels. Und Das ist ja einfach in Las Vegas. Ich meine, da muss für man dich, aber du findest dich da gleich zurecht Da und gibt es ja weißt nur gleich, eine was du Straße. wo suchst. Aber toll. MGM, da haben wir den Freizeitpark besucht. Stimmt. In glühender Hitze. Damals schon Freizeitpark verrückt. Ja. Ich habe auch noch einen kleinen Musiktipp für euch. Es läuft hier nämlich gerade in Dauerschleife von Max Raabe, den ich unbedingt noch mal live sehen möchte. Das ist mit Lea, die kenne ich überhaupt nicht, hat aber eine tolle Stimme. Und zwar Guten Tag, liebes Glück. Das läuft hier rauf und runter seit gestern. Und das ist so, ja, so ein typisches Gute-Laune-Lied. Und das ist ja genau meins. Und
Ja, ich kann es euch empfehlen, hört es euch an, ihr habt einen Ohrwurm und es macht gute Laune und man kann wunderbar mitsingen. Der Heidepark ist bei uns übrigens überall. Zeig mal, John, was erinnert uns heute an den Heidepark? Ist das dein Lieblingsfahrgeschäft mit? Der Scream? Ja. Ja, war es auf jeden Fall. Jetzt überlege ich aber auch wirklich, ob es auch Kolossus wird. Bestimmt, bestimmt. Und Stefan, für dich... Wo ist die Kolossus-Tasse? Haben wir natürlich nicht. Die gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber Flug der Dämonen ist doch dann nach Kolossus, glaube ich, dein Lieblingsfahrgeschäft. Ja. Kann man so sagen. Genau, so. Ich habe Milch für euch, ich habe aber auch Müllermilch mit Mu und vielleicht haben wir gleich Glück und haben den Jackpot gezogen. Oh. Wie geht das? Einfach aufmachen und wenn es Mu macht, dann ich nehme meine Müller. Flippen wir hier alle zusammen aus im Kollektiv. Glaubst du, das ist wirklich echt? Nein, ich glaube, diese Preise gibt es gar nicht. Also, ich weiß nicht, kennt jemanden, der bei solchen Sachen schon mal gewonnen hat. Ja, aber da, man hört darüber auch halt überhaupt nicht. Nee, also da kenne ich eher kenne ich eher Leute, die im Lotto gewonnen haben. Bei John auch. Na gut, also genau. Stehen wir Montag weiter wieder mit dem Wecker klingeln auf und laden zur Arbeit. Ich nicht, ich habe frei. Montag. Mir fehlen die Worte. So, nun ist beim Staubwischen im Wohnzimmer wieder das passiert, was mir ständig passiert. Die PlayStation springt immer an, wenn man da Staub wischt und ich weiß immer nie, wie man die wieder ausschaltet. Aber dafür habe ich ja John und John macht das auf eine ganz spezielle Art und Weise. Der kann die PlayStation nämlich schon blind ausschalten und das zeige ich euch mal eben. Ich bin euch ja noch die Erklärung schuldig, was ich mit den Negerküssen vorhatte. Und zwar, ja, also wie gesagt, ich habe die kleinen Negerküsse gekauft. Man kann bestimmt auch die großen nehmen, das habe ich noch nicht ausprobiert. Man braucht zwei Stücke, nicht zwei Tafeln, jeweils zwei Stücke von der dunklen und von der hellen Schokolade. Das habe ich in der Mikrowelle geschmolzen. Und ja, dann braucht man einen Zahnstocher und damit verziert man die Schokoküsse und ich denke, das ist für Kinder immer eine tolle Sache. Ich habe das auch schon zur Schule und zum Kindergarten mitgegeben. Das hat man schnell gemacht, wenn man mal keine Zeit hat zum Backen. Da kommt gerade jemand. Möchtest du mal probieren? Die nehmen wir am Essen. Da ein Schokokuss. Die sehen doch toll aus. Sag doch mal. Ich bin's. Gut. Gut. Ja. John kriegt jetzt keinen, der muss bis morgen warten, aber ich finde das immer ganz toll und... John kriegt keinen? Nee, jetzt nicht. Dann nehme ich zwei. Ja, so ist das hier. Also, und wie gesagt, man kann es gut vorbereiten, man kann es dann ja auch wieder wegstellen, wenn man es nicht am nächsten Tag mitgeben will. Also, eine leckere Sache und mal was anderes, finde ich. So, also, auf meinen Geburtstag, auf einen schönen Abend und... Achso, John ist noch nicht vorbereitet, aber diesmal vergessen wir ihn nicht beim Anstoßen. Genau. So, auf so. Geht's. So, also, auf einen schönen Abend. Ich bestelle hier immer irgendwie das Gleiche, das ist das Brettelfleisch, aber weil einfach die Bratkartoffeln, das sind für mich hier die besten Bratkartoffeln, die ich hier in Bremen im Restaurant bisher gegessen habe und ja, John liebt seine Fischstäbchen, die mache ich zu Hause nämlich nicht so gerne und bei Stefan, ganz typisch wieder, der Klassiker. Eine leckere Schweinshaxe mit Knödel ohne Soße, weil sonst nämlich das Knusprige verloren geht. Genau, und ich würde mal sagen, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich habe wahrscheinlich wieder den Rahmen gesprengt und komme wieder auf 20 Minuten und ja, das wollen wir ja nicht immer und ja, also ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt und bin gespannt, was ihr für nette Kommentare wieder zu diesem Video schreibt und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss! Das kann schon irgendwie besser, also mit der Absage. Nochmal bitte drin. An dieser Stelle beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das natürlich liken, uns abonnieren und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!